Und da ist er auch schon an der BGA angekommen. Das heißt, wir können den hier locker mal hier an der Seite parken und dann auf jeden Fall unsere Verkaufsgeschichte hier einrichten. Machen wir eben das Ganze mal anheben. So, und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze so positioniert kriegen, dass er hier schön verkaufen kann. Vielleicht machen wir es auch gleich noch so, dass wir hier schon mal die Lage klauen. Aber eigentlich müssen wir damit Geld verdienen. Das hilft nichts. Ne? Auch hier kein Cosplay. Naja gut, wie sieht das denn jetzt aus, ne? Also deswegen so aussieht, als ob sie in den Trichter fällt. Ja, so halbwegs. Wenn wir nicht genau hingucken, sieht das auch so aus. Gut, hier läuft's jetzt auf jeden Fall. Ja. Es lichtet sich. Sehr gut. Der Axion mal wieder. Hä? Was stimmt denn nicht mit dir? Wieso lädt er denn nie ab? Du bist doch gerade schon mit dem vollen Anhänger gekommen. Du kannst doch nicht in der kurzen Zeit jetzt das ganze Gras gesammelt haben. Das geht doch gar nicht. Bist du jetzt einfach durchgefahren, ohne abzuladen, oder was? So, jetzt fahr mal. Jetzt möchte ich das Ganze gerne sehen, was du hier veranstaltest. Das Silo kann doch gar nicht voll sein. Oder doch? Ich weiß ja nicht, wie viel passt denn da rein? Wir gucken uns das mal an. Er fällt das hier natürlich auch wunderbar breit, ne? Ja, hier ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da geht noch einiges. Und den ganzen Schiss hier, den dürfen wir auch noch dann da reindrücken. Oh. Guck mal hier. An der Seite drückt das wieder raus. Kommen wir da überhaupt dran? Und das Ding hat noch Colli, das ist auch blöd. Müssen wir wahrscheinlich hier mit dieser Silo-Delete-Walze durch oder sonst irgendwas, müssen wir mal schauen. So, was macht er jetzt? Er lädt nicht ab. Genau. Warum? Bleib stehen. Das ist doch nichts hier. Warum will er denn nicht? Du brauchst hier eine schöne Rampe, ne? Ja. Schön machst du das.
So. Halt, stopp, nicht so weit. Und am letzten Trigger sollst du anhalten, richtig. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn der Trigger angeht. Zack. Das läuft. Und hier brauchen wir definitiv die Verlängerung jetzt. Hier ist nämlich gleich Feierabend. Zieht er sich das eigentlich hier raus? Jo, guckt ihr das an. Das wollte ich nicht. Da ist der Deutz. Da kommt endlich meine Verlängerung. So. Entkopple dich. Ja, eine Verlängerung müsste es eigentlich tun, ne? Zum Ende des Silos? Na, wir werden sehen. Wenn nicht, müssen wir halt mal ein bisschen mit dem Frontlader hin und her schaufeln. Na, ist ja jetzt auch nicht so der Akt. Und was merken wir? Wir sind viel zu dicht dran. Schieben wir dich da mal hin. So. Muss ja alles hier reinpassen, ne? Na? So, jetzt richten wir das noch aus hier. So, da sprudelt's wieder. Und auch gar nicht mal so schlecht. Einwandfrei. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ernten. Ist denn hier Strohablage eingeschaltet? Nein, ist er nicht. Wir wollen ja hier nichts verschenken, ne? Und wir können Feld 1. Ja, super. Feld 1, doch, da haben wir es ja. Feld 1, dreschen, 9 Meter, alles klar. So, und los geht's. In die neue Erntesaison hier. Ja.
Ah, und da kommt der Strom. Wunderbar. So, damit haben wir 3 von 3 Komponenten für unser Kraftfutter. Das gefällt mir schon mal. Was ist denn mit diesem Axion? Wo ist denn dieser Axion? Hier steht er rum. Mal wieder voll. Frage ist, lädt er ab oder nicht? Er macht's nicht. Okay. Warum? Warum hast du mich? Wasser brauchen wir. Gras braucht ihr doch bestimmt auch, oder? Mal hier kurz durch die Boxen hüpfen hier. So. Oder kriegt ihr nur Kraftfutter? Oder wie sieht das aus? Nö. Kraftfutter, ja, da steht Kraftfutter dran. Das heißt, du willst nur Kraftfutter haben, oder was? Da gibt's Stroh. Gibt's hier irgendwo? Ah, Stroh, Silage, Wasser, Mischfutter. Okay. Ein Gras für dich. Und dann Kraftfutter only. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall die Ladung noch schön hier reinkippen. Gucken, ob er das beim Vorbeifahren annimmt. Da war gerade der Trigger kurz zu sehen. Oder der Abkipppunkt vielmehr. Nein. Nö, will er nicht. Dafür einen Kurs einzufahren, das ist aber auch nicht so einfach, ne? Da musst du genau den Punkt treffen wieder hier. Hier war er doch gerade. Sag mal, willst du mich veräppeln hier oder was? Das ist interessant. So, probieren wir es hier nochmal. Da. Also geht es doch in der Vorbeifahrt. Alles klar. Damit ist es auch auf jeden Fall geholfen. Gleich beginnt wieder das Rätselraten, warum er nicht abgeladen hat. Na, gucken wir mal, bis wohin er gekommen ist. Oh, 2 Bahnen hat er hier noch. Wobei die eine ja ein bisschen dünner ist. Oi, warte mal. Bin ich hier falsch gefahren?
Ist ja auch riesig hier, ne? Junge. So, fahr einfach mal. Du machst das schon. Sieht gut aus. Ach, hier hat er angefangen. Na, dann soll er machen. Du bist voll. Ja, das geht ja schon gut los hier. Da muss hier der hier mal eingreifen. Bist du schon wieder fertig damit verkaufen oder was? Jo. Ist aber auch schnell dabei, ne? Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht zu viel Geld dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen das Ganze jetzt mit Förderbändern. Aber du musst ja auch ständig dann dabei stehen eigentlich und die neu positionieren. Machen wir in der nächsten Folge, würde ich einfach sagen. Das war's erstmal für heute wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr diese Woche den Marathon mitgemacht habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder dabei seid. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das Ganze nicht im 2-Tage-Rhythmus wieder machen. Der Hintergrund für diese Aktion war ja jetzt, dass ich ein bisschen Material gebraucht habe, um erstmal die Woche wieder zu füllen. Weil auf der Tanneberg momentan ja Winterarbeiten anstehen und da ist jetzt noch nicht so viel los. Und ständig nur Tiere versorgen und dabei rumstehen und so. Ist ja auf Dauer auch langweilig. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach heute mal relativ zeitnah hier zu Ende und bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.